Ja, hi und willkommen, mein Name ist Dani Röp hier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Oh. Starring Cal Kestis und BD. Ich weiß gar nicht seine Seriennummer. Irgendwas 0, irgendwas, ne? Keine Ahnung. Wir sind immer noch hier auf Kobo. Wir haben in der letzten Folge hier diesen komischen Jedi, der hier seit einer Weile lang in diesem Bagdad-Tank gefangen war oder eingefroren war, befreit und bekämpft, und wir sollen zurück zum Mantis gehen, ne? Das machen wir doch mal, ne? Wir sind hier, glaube ich, an neuen. Ja, wir sind von hier gekommen. Wir sind auf einen neuen Meditationspunkt hier gerade, und ich glaube, schnell reisen können wir auch nicht, ne? Ob das war keine Option. Ja, ist blockiert. Deswegen. Alles klar, gehen wir. Gucken wir mal. Ja, wir schauen uns ja noch so ein bisschen um. Ich glaube, ich habe hier noch nichts gemacht, ne? Deswegen gucken wir mal, was hier noch so ist. Da war gerade jemand, den habe ich auch noch nicht angesprochen, ne? Guck mal. Ja, was bist du? Hast du eine neue Quest für mich? Du bist neu hier, oder? Ja. Dann weiß ich, wo du mal nachsehen solltest. Da ist dieser Typ, ein begeisterter Angler, hängt in seinem Skiff am Fuß des Berges rum. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Tausend. Ja, mach ich doch gerne. Hier, rekrutiere den geheimnisvollen Fischer. Irgendwo wollte ich hier kurz nachgucken. Aufgaben? Und Kapitel 1 und 2. Ich nehme an, das sind die Hauptquests, ne? Irgendwo kann man doch, glaube ich, dabei Gerüchte, ne? Gucken, was hier noch so. Hat ihr von erzählt? Da ist die Quest mit dem. Oh, nein. Das war, glaube ich, die Quest, wo wir hier mit dem Rancor hier zu tun haben mussten, ne? Da kommen wir ja eine Weile lang erstmal nicht vorbeikommen, ne? Aber vielleicht können wir jetzt irgendwie einen Schlag mehr überleben, aber ich will es jetzt noch nicht so ausprobieren, wenn ich ganz ehrlich bin. So, da geht, da ist eine Sackgasse. Das ist zu glitschig. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch. Oh, ohne Hilfe. Ah. Kommen wir irgendwann ein Reittier oder so. Stimmt, ne? Wenn wir so da hochrennen können. Ja. So, hier haben schon gesehen, ist eine Wand zum Hochrennen. Okay. Das ist ein neues Gebiet hier alles, ne? Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Ich wünschte, du hättest es auch sehen können. No. Was? Ich glaube, ich hatte hier schon runter wollte. War bestimmt noch irgendwas, ne? Als. Ich muss den Planeten sowieso noch mal abgrasen. Ah, okay. Gut, der Vegas hatte mir nämlich erzählt, dass man halt irgendwie erkennt. Ich glaube, das ist unsere Rückfahrkarte. Wenn man hier irgendwie so Pflanzen einsammeln kann. Ich glaube, ich weiß jetzt auch wie. Da sind so grüne Lichter, so grüne Lichter drumherum gewesen, ne? Hier zum Beispiel auch. Ah. Garten eingepflanzt werden, alles klar. Oh, kann ich dich reiten? Seven. Ah. Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Weil ich wäre sonst irgendwie nie auf die Idee gekommen, irgendwie. Ich hätte jetzt jeden Busch irgendwie selber kaputt gemacht, ne? Ist ja nicht mal, hat irgendwie ein Ding war hier vor ein paar Fahrt. Los geht's, jetzt kommen wir ja reiten. Oh, ich kann angreifen von hier aus. Jetzt kommen wir diese Dinge ja hoch, ne? Warum rutschen du da nicht runter? Hm? Das wird vielleicht mal sagen. Ja.
Aber Gott, was? Danke für die Hilfe. Oh. Und ich habe ja gerade blau gesehen. Bereit, BD? Aber will ich mir nur ein oder konnte man da oben nicht auch irgendwie noch was machen? Ich kann schwören, hier konnte man auch irgendwie nur so hoch gehen. Ja, guck mal. Oder auch nicht. Was sieht er so aus irgendwie? Okay, vielleicht auch nicht. Jetzt bin ich ja gefangen. Ah ja. Und los. So, da öffnet uns natürlich ein paar Möglichkeiten, ja, ne? Auf diesem Planeten, wenn wir jetzt hier das Teil haben. Also gucken wir mal, was wir hier so machen können. Hey, was geht? Na, ist überhaupt die Quest hier, die ich gerade angenommen habe? So. Egal, gehen wir mal da lang. Kann er nur da lang gehen? Spring. Hm, da ist nichts, ne? Das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Wir können jetzt bestimmt einige Orte erreichen, ne? So springmäßig. Und so Orte haben wir ja schon gesehen, wo irgendwie wo so ein Glitch ist. Unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Ah. Haha. Super. Alles klar. So, 5 von 6 Sammelobjekten. Das ist doch nicht schlecht. Na, oh, ich bin auf das Ding draufgelegt. Los. Das ist wie ein Yoshi in Super Mario. So, herkommen. Ruhig, Neko. Ruhig, Neko, Neko, Neko. Neko ist japanisch für Katze, nur mit 1 K. Freundlich, nicht freundlich. Aber ihr seid auch. Ihr seid irgendwie kleiner aus von beiden. Ja, in irgendeinem Spiel. Irgendein Spiel hat irgendein Charakter irgendwie so den Untertitel. Der Charakter hieß Neko und irgendwie jedes Mal stand da drunter Neko ist. Bedeutet Katze. Irgendein Charakter in irgendeinem Spiel war das. Oh, ups, ein Sandkriecher. Du weißt, was das heißt. Wir sind irgendwo Jawas. Sandkriecher. Und so heißen die auf Deutsch? Sandcrawler? Ja, okay, macht Sinn, der Kriecher. Crawler, stimmt. Hießen die nicht irgendwie Sandraupen oder so? Oh, guck mal hier. Nein, andere Richtung. Dreck. Komm schon, Neko. Ha. Andere Richtung. Oh Gott, da ist so wenig. Natürlich sterbe ich dadurch. Alles klar. Okay. Okay, das ist ein bisschen höher. Da kann ich stehen, oder? Ja. Okay. So, du bist
Nur so ein fliegendes Vieh. Lass mich erstmal plündern. Geonesianer. Oh, das sind euch Viecher. Und ja, Geonosis. So, und da sag ich bestimmt hier rüber, ne? Oder auch nicht. Aha. So, schon der nächste Meditationspunkt. Komm ich ja wieder hoch. Ich glaube, ich habe hier müsste irgendwas sein, aber ich sehe nicht. Bin jetzt nicht sicher, man kommt hier so rum, oder? Ja, nein. Okay. Da oben. Kommt denn da hin? Ich finde diese Animation wieder immer so. So ragdolled. Also wenn seine ganzen Animationen komplett abbrechen. So kommen wir schneller. Dann nehm dich. Na los! Ja. Samen, ohne einen Garten kann ich damit nichts anfangen. Warum nimmst du dir denn dann mit? Das ist wie ich in Fallout, ne? Zu irgendwann wird das schon zu gebrauchen sein, ne? Na. So, oh. Vielleicht sollten wir mit dem Prospektieren anfangen, was BD? Sind aber auch echt gut versteckte kleine Dinger. Ja. Weiß nicht, gehst du irgendwo hin, da ist irgendwie nur so ein Ding irgendwie. Ziemlich klein, finde ich. War schon noch hier keine. Ich bin überrascht, dass ich noch keine Gegner hier gesehen habe. Nein, hier ist viel Müll, also ist klar, ja, ja, was sind, ne? Wir sind da irgendwie so. Ach, wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Ja, Schrottsammler, mein Gott. So. Reiten wir. Oh, warte. Also. So, schon direkt der nächste wieder. Verlassene Ansiedlung. Und ich kann mich immer noch nicht teleportieren. Hm. Das ist eine Abkürzung. Ja, ich sehe schon. Und von hier komme ich da nicht hin. Oh. Du siehst die ganzen Sachen alle nicht, ne? Auf den ersten Blick. Man muss immer erst gucken, so, oh, was für ein Skillset habe ich, wo? Da sind sie. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? So, ihr seid ja freundlich, ne? Ja, was sie sind normalerweise chillig, ne? Außer in diesem einen PS1-Spiel, Star Wars Jedi Power Battle. Die haben mir auf einen geschossen. Ich glaube, man hat sogar Minuspunkte bekommen. Oh, R2. Ich glaube, man hat sogar Minuspunkte bekommen, wenn man die erledigt hat. Was voll unfair war, weil die haben einen angegriffen. Muss ich doch verteidigen. Was er gefunden? Gebäude sind uralt, älter als alles, was wir bisher auf Kobor gesehen haben. Meins. Ich bin halt so cool, wie ich einfach irgendwie die Macht benutze, so
meins. Das würde ich total machen die ganze Zeit, wenn ich die Macht hätte. Noch weniger Bewegung in mein Leben reinzubringen. Dann nach oben kommt dann die Abkürzung, ne? Irgendwann. Okay. So. Oh. Kreis, ne? Ah. Und nun. Warte mal, da ist eine Truhe, die ich. Die hab ich in die schon wieder übersehen. Da komme ich doch gar nicht durch, ne? Sieht irgendwie so aus, als könnte ich da nicht durchkommen. Ja. Aber egal, hier ist ein Schatz. Wanderer. Cause I'm a Wanderer. I'm a Wanderer. Hier ist die Abkürzung. Kann schon sagen. Aber irgendwie komme ich da nicht hin, ne? Okay, hier unten ist irgendwas. Unter mir. Oh, da ist ein anderer. Oh, so ist das eine andere Ebene hier. Ich dachte, ich war ja gerade hier schon wieder der gleichen. Ja, da bin ich runtergesprungen. Okay. Das ist das Ding, was ich gerade bewegt habe, ne? Na gut. Oh, Oh. Samen. Jetzt brauchen wir einen Ort, um sie einzupflanzen. Neuer Samen, Deck. Guck mal, was hier so ist, ne? Muss sowieso irgendwann die ganzen Planeten, also Planeten Mehrzahl, ne, nehme ich mal an, ne, irgendwann noch mal erkunden. Wie es aussieht, ist die Mantis wieder startklar. Ja. Komm schon, BD. Begrüßen wir Sie an der Landeplattform. Ach, da oben ist jetzt so ein Strahl. So, mein erster Instinkt ist natürlich jetzt, wo ist überhaupt die Quest, die ich gerade angenommen habe? Da haben wir noch gar nichts erkundet, sehe ich gerade. Also, wo wir das Ding haben, kann man jetzt nämlich einige neue Orte erkunden, ne? Was ist hier? Oh, guck mal. Sieht mir jetzt nicht nach einer Abkürzung aus. Stand da glaube ich gar nicht, ne? Aber gut. Ja, Stahlpalzalon. Wir haben noch einige Orte, wo wir noch nicht hin können, ne? Oh. Aber warte mal. Thomas Laden verkaufen. Gar nicht bemerkt, ey, gar nicht registriert. Die Viecher. So. So, das ist sowieso ein neues Gebiet, ne? Boah, hier sind auch voll viele Gebiete, die ich nicht gesehen habe.
Ich kann schon mal hier die Story ein bisschen vorantreiben. Ne? So gucken, so, hey, hör mal, wo geht's denn als nächstes lang oder so? Ja, falsch. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist mit deinen Plattfüßen auf? Ja, sieht aus, muss ich da reingehen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir erkunden uns noch so ein ganz kleines bisschen. Wir erkunden uns noch. Wir erkunden noch ein ganz klein bisschen. Alles klar. Wer weiß, was ich hier noch finde, ne? Du, du Stück, komm her. Oh Gott. Meiner, danke. Gegner. Oh Gott, sind das viele. Wo ist er? Ja. Wenn man kurz einen Prozess machen muss, dann holt man zwei Schwerter aus. Ich wollte nicht hassen. Ich wollte eigentlich noch gucken, was da so passiert. Ne? Ne, war gerade was. Oh. Hier ist irgendwas. Ja, hallo? Hallo? Kehren wir zu Grease on Board zurück. Erzählen wir ihnen, was wir gefunden haben. Also, nein. Nein, lass erstmal chillen ein bisschen. Was ist denn dieser? Was ist denn der Druide und der eine Typ? Ich habe doch gerade einen hier gehört irgendwo. Da ist noch irgendwie was. Hier zu 100% zu erkunden wird lustig, weil der so groß ist, ne? Und so unübersichtlich. Okay. Trash Talkner Druide. Nein, ich wollte ihn eigentlich erledigen. Oh, hi. Hi. Das dürfte... Alles brennt. Die sind aber auch immer ein bisschen schnellartig. So ein ganz klein bisschen. Aber da werde ich schneller. So geht's auch. Der Meditationspunkt, den ich noch nicht entdeckt habe. Doch. So, dann ist da irgendwo noch was. Und ja, ich gehe jetzt sehr pingelig hier überall durch. So, zu jedem Gebiet, das ich hier noch nicht entdeckt habe. Komm mal her, hier. Wie so ein König, so, oh ja, komm her zu mir. Komm her zu mir. Ich weiß ja, warum kommst du wahrscheinlich nicht hin, ne? Oh doch. Boah, dazu. Nein. Taktisch. So. Ich tue mir erst das neueste aus, was ich gefunden habe. Einer. Ich habe
Bonk. Das war's mit deinem Sichtkontakt, Kollege. Okay. Was ist das hier noch? So. Ich will jetzt nicht zu pinglich überall durch die Gegend rennen, ne? Aber ich will schon vorbereitet sein, ne? Weil wer weiß, wie schwer das Spiel noch sein wird, ne? Man weiß ja nie, ne? Schluss mit den Spielchen. Da war eigentlich, konnte ich irgendwie so eine Abkürzung oder so machen. Nein, bitte nicht. Hi ho, hi ho. Hi ho. Ups. Da kommt schon direkt der nächste. Nein, ich will auch mal. So, ob die Quest hier. In welche Richtung? Ah, so weit entfernt. Mir ist noch ein gesamtes Gebiet, das ich noch nicht erkundet habe. Da hoch. Okay, chill mal. Da gehe ich mal nicht hin. Von hier kam ich, ne? Ja. Ja, von hier kam ich. Na, lang war ich noch nicht. Das ist ein ziemlich dickes, großes Gebiet. Bestimmt eine Menge Sachen nicht verpasst, aber warte mal, war ich da schon? Oder? Ey, yo. Warte, ne? Na. Oh, cool, danke. Boah. Ich wollte die Rakete auf den zurückschießen. Also nicht der, nicht die, die der geschossen hat, als der rot war, sondern die davor. Ich glaube, die kann man bestimmt zurückschießen, ne? Hallo? Kein Viech. Jetzt habe ich schon wieder den Überblick verloren, ne? So kommen wir schneller voran. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, warum diese Superkampfdruiden so schwierig sind. Sollten die eigentlich nicht, ne? Die sind normales Kanonenfutter so in den. Ja, keine Ahnung, als die zum ersten Mal aufgetaucht sind, waren die, glaube ich, ein bisschen bedrohlicher, aber dann waren die schon normales Kanonenfutter. So, Gefühl. So. Alles gut, mein Freund. Oh, wo sind die? Was ist das hier eigentlich? Oh. Oh, das ist merkwürdig. Wo sind die? Okay.
Wo sind die Droiden auf einmal? Hä? Warst du das? Ach so, ich dachte, er. Was? Nein! Ich dachte, er nähert sich bei mir eine Mine. Aber anscheinend nicht. Oh, Kollege. Ich nehme nicht an, dass das funktioniert, aber wir können es ja mal versuchen, ne? Ne. Gehen wir, BD. Aber die Tatsache, dass die mir welche geben, ist schon ein bisschen verdächtig. Aber ich weiß nicht, warum jetzt hier keine Druiden sind. Also das Spiel ist schon so ein bisschen wonky manchmal, ne? So ein bisschen kaputt. Alles klar. Und los geht's. Schon gedacht. Echo wahrnehmen. Töte mich nicht. Dich töten. Törgel. Ich habe gerade dein dummes Ach, dieser eine Froschtyp, ne? Ich bin Törgel. Tja, wenn du weiter atmen willst, dann folge mir. Das hier ist Raider-Gebiet. Okay. Wie sind die auf einmal drauf? So, auf einmal. Ich kenne ja nicht. So, da habe ich schon wieder einen Meditationspunkt gesehen. Guck mal, was du ja alles findest, ne? Okay. Lass mich mal kurz über diese Situation meditieren, bevor ich hier weitergehe, ne? Wir reden ja mit mir. Falscher Knopf. Eine Sekunde, ich habe da was Interessantes gefunden. Da komme ich nicht hin. Fangen wir schon mal da oben an, ne? Lassen wir uns mitnehmen, BD. Was er da überhaupt macht? Ja, gut gemacht. Spreng. Also ich dachte, ich gerade um die ganzen Dinger hier gekümmert. Sehr, sehr gut. Oh, was ist das? Okay. Okay. Was ist das? Oh. Oh hey, habt ihr hier ein Problem? Oh Gott, oh Gott, oh, er ist eines von diesen Viechern. Oh. Oh, ich bin noch am Ausweichen, Mann. Was wird ich? Wir sehen ja.
Ich bin aber ausweichen. Okay, du bist ein bisschen zu langsam. Hilf mir bitte. Oh mein Gott. Wo ist das? Wo ist das? Oh. Oh. Ich schwöre, ich drücke die ganze Zeit Kreis, ne? Nur der macht halt ein bisschen langsamer, als ich das will. Weil ich mitten in der Combo drin bin. So kommen wir schneller voran. Oh. Hat. Klapp, klapp. Nein, natürlich nicht. Na, warte. Da, ja, warum? Oh mein Gott. Was ist das? Ich wollte das. Hallo, ich habe mich jetzt besteht. Was für eine Vorstellung! Komm her, mein Kriegerfreund! So einen Kampf habe ich seit der Meisterschaft nicht mehr gesehen. Wir stehen in deiner Schuld. Was macht ihr? Was gibt's für eine Belohnung? Wir haben nach den größten und stärksten Bestien gesucht, die einander bekämpfen, und der Sieger kriegt alles. In unserem Holotaktik-Spieltisch natürlich. Holotaktik, aha. Genau, und du hast uns gerade geholfen, Bestiendaten für unser Spiel zu sammeln. Sobald wir einen Ort gefunden haben, um uns niederzulassen, versteht sich? Was bist du? Interessiert sein. Er betreibt Pylons Verlohn. Ah, er. Oh mein Gott, ich sehe gerade erst, was sie für den Kopf hat. Dieses Loch? Wie kann ein Wesen, das so aussieht, so eine Stimme haben? Holotaktik ins Pylons zu bringen. Das könnte den Laden aufmöbeln. Wir sollten uns beeilen, Talimu. Alles zu seiner Zeit, Beamer. Das ist ein Minispiel. Ja, man, das ist ein Minispiel, hat ich jetzt freigeschaltet hat im Salon, ne? Ups. Oh, ich kann ja nicht pfeifen. Warum nicht? Hm. Ja, diese genau das findet man, wenn man sich hier noch umschaut, ne? Bevor man ja weitergeht in der Story, ne? Sag mal, zwar 10 Parts hier so auf dem Planeten. Okay, nicht 10 Parts, wir haben ja noch Coasting vorher gemacht, ne? So, was ist hier mit den Dingern? Die verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Mal so Plattform sein, wie man sich hier schafft. Eine Brücke hier irgendwo hinbauen. Aber ich kann nur einen von denen platzieren. Es hat ein Zeitlimit. Okay, keine Ahnung.
Den Schweiner wurde mir auch noch nichts von drüber gesagt, ne? So, irgendwie kann ich meinen. Jetzt kann ich rufen. Bravo, Neko. Alles klar. So, haha. Schlüpp, schlüpp, schlüpp. Jetzt beschwer dich nicht. Ich bin fast fertig. So, so gut wie neu. Puh, was für eine Spannweite. Ich sehe schon, warum sie euch Gleiter nennen. Du könntest bestimmt ganz Kobo überfliegen, was? Okay, mach's gut. Schau mal wieder vorbei. Oh, und ich soll bestimmt hier so ein Ding platzieren, damit ich darüber kann. Nee, nee, das ist auch viel zu weit. So. Ist doch so ein Ding. Ist doch so ein Ding zum Festhalten. Warum kann ich da nicht hin? Zeit für einen Ausritt, Kumpel. Gott, mache ich hier einen auf Yoshi jetzt. Da bin ich. Bin ich jetzt ganz doof oder so? Da ist doch so ein Ding jetzt zum Festhalten. Also irgendwie. Okay, dann gehe ich eben nicht dahin. Hey, Kumpel, Stim. Sogar da drauf ein Stim einsetzen, sehr cool. Boah. Ist ein bisschen zeitverzögert hier auf dem Ding einzusetzen. So, dann hier auf der linken Seite ist irgendwo und da kann man irgendwie hochrennen, glaube ich. Habe ich gesehen. Ha, Was habe ich gewonnen? Und nun? Ja, nun? Was ist da oben? Nee, hier soll man irgendwie da hinkommen. Hä? Hä? Ja, da kommt man jetzt. Ach, so soll man da hinkommen, ne? So, so. Nee. Hä? Okay, dann kommt man hier hin. Und dann kommt man ja runter. Ja, und? Okay, verstehe ich jetzt nicht so das Layout, was man hier machen soll. So, hier ist noch was. Irgendwo stand doch gerade eine Prozentzahl, ne? Kobo, 37% habe ich jetzt abgeschlossen. Aber ich nehme an, Kobo ist auch irgendwie so der. Erzählt auch irgendwie jede Kleinigkeit hier so. So wie die. Mist, du. So wie diese ganzen hier, wenn man ja Leute in der Bar rekrutiert und so, ne? Ist wahrscheinlich auch jeder Prozent irgendwie so. Das ist mein Viech, danke. Und das ist auch ein Meditationspunkt. Los geht's, BD. Stell dich nicht so an, Leo. Zeig mal her. Mist. Es heilt nicht mehr. Tut mir leid, Schatz. Nicht den Tag. Oh Gott. So ist die Welt, Leo. Aber lieber begrabe ich dich hier, als zuzulassen, dass du das Abendessen von irgendjemandem wirst. Und zwei Kampfdruiden. Das sind Druiden. Da ist ein Meditationspunkt genau dahinter. Ich glaube nicht, dass ich das darüber schaffe.
autorisiert. Oh Gott. Nee, schlechte Idee. Schlechte Idee. Da oben sind auch noch welche. Na, ja auch noch. Okay, sind ein bisschen zu viele Gegner gerade. Weg. Nee, da glaube ich nicht, dass ich da durchkomme. Das ist ein Meditationspunkt. Glaube ich, da dahin hinzukommen. Einfach durch. Habe ich echt nicht gesehen. Einfach rein da. Meins. Ich habe nicht gefühlt, dass ich reingehen soll. Aber hey, wir haben es geschafft. Wo bin ich hier? Hallo, na. Wie ist das mitten im Feindgebiet hier? Warum ist denn mitten im Feindgebiet ein Meditationspunkt? Nein, na. Ja, glaube ich auch. Bin mir ziemlich sicher, ich sollte nicht hier sein. Aber ich bin jetzt hier. Was machst du dagegen? Warte, ich habe jetzt hier einen High Ground. Du da. So. Jeder Gegner, den ich erledige, kann es weiterhelfen. So, ist mir gerade eingefallen. Ich mag da, wenn ich gebrochen zu werden. Du Stück. Ich habe jetzt gedacht, er hier bewegt sich, ne? Aber dann habe ich gesehen, na, auf der linken Seite sind ja auch welche. Die kloppen sich hier mit den Viechern. Man weiß eigentlich jeder, dass ich hier rumlaufe. Ich bin ziemlich sicher, ich töte jeden, den ich hier begegne. Hier ist, ne? Nichts. Hier ist aber irgendwie nichts. Das ist eine Sandraupe. Ich meine, Sandkriecher natürlich. Oh, was zum? Oh nein. Okay, normal nur. Oh, ich sehe gerade. Naja. Oh, die werden mich umbringen. Ja,
Ah, die sind immer so schnell mit den Angriffen. Oh, ich bin sowas von tot. Sind so üble Kombis, ne? Ah, jetzt kommen die da auch noch. Oh Gott. Ja, dann auch noch cool. Ja, da gibt's doch bestimmt irgendwas, wenn man die alle erledigt, ne? Sieht so verdächtig aus. Ich muss meinen Geist frei. Ah, zum Glück habe ich schon einen Fertigkeitspunkt bekommen, ne? Okay. Dann gehen wir mal hier raus, habe ich so ein Gefühl. Sieht ja irgendwie nicht sicher aus. Oh nee, ich brauche zwei. Brauche ich nicht. Warte mal, das hier habe ich geholt, ne? Ich wollte einen besseren Schub hier lernen. Genau. So, zwei. Na, ob es das so bringen wird. Die Sache ist, ich habe all diese krassen Fähigkeiten, aber ich vergesse sie alle. So, irgendwie geht es da auch noch weiter. Ich glaube, das ist nicht gut. Okay. Ich habe nur gewartet. Oh, der steht da sowas von auf. Pass auf. Ah, da war ich schneller. Heute nicht, mein Freund. Lauf lieber weg. Ja, da am Sprüche klopfen sind. Wenn die auf die Phrase bekommen. So. Aber hey, wenn ich hier hin muss, dann habe ich ja schon mal einiges erledigt, nehme ich an, ne? Und da liegt was. Wenn ich jetzt irgendwie darüber schaffe, ohne gesehen zu werden. Allein hier war ein Gegner, ne? Ey, wahnsinnig. Da lag nämlich mal am Boden, da will ich haben. Na, wo war's? Ich hab immer noch gerade. Der überlebt er dann. Er bewegt sich. Ich kann das nicht durchhalten. Nein, blöde Säule. Exzessive Gewalt eingesetzt. Aha. Unterstützung.
Dann sagen, wenn der mich jetzt nur erledigt, ne? Wir wünschen uns Stärke. Knarre. In deinen Dienst. Du bist klug, dich mir anzuschließen. Sag deinen Abweichlern, dass ich keinen Platz für sie habe. Sie haben sich gegen mich gestellt. Darum bleibt ihnen jetzt nur noch der Tod. Ich will trotzdem gerne wissen, was passiert. Weil jetzt irgendwo noch anders hinzugehen, habe ich das Gefühl, bringt es jetzt auch nicht mehr so, ne? Deswegen gehen wir mal hier und versuchen uns hier ran. Dem Sonnencrawler. Mein Gott. Hey. Stimmt zu mir. Eröffne Feuer. Sie müssen sterben. Ah, dieser Angriff ist immer so schnell. Ich weiß nicht, dass er noch überlebt hat. Dieser Angriff ist so schnell. Kannst du auch gar nicht darauf reagieren, Mann. Oh. Alter. Machen wir eine Pause. Da winkt doch bestimmt irgendwas Cooles, ne? Kann losgehen. Was ist das? So, das ist nicht so schwierig. Sie sind betäubungslos. Hängt den Beschuss ab. Schlage. Aber. Was wirbelst du ineinander so herum, Kerl? Hör doch einfach an mit dem Teil. Bitte, hilf mir bitte. Ziehe Gesichter. Oh, die Dinger kann ich auch zurückwerfen. Lass mal bitte nicht auf mich schießen. Danke. So, warum heile ich mich eigentlich die ganze Zeit? Hier ist doch so ein Ding. So. Der ist noch am Leben. Natürlich ist er noch am Leben. Hier war doch gerade das Heilding. Danke. Nein, komm her. Ziel hat eine robuste Verteidigung. Ach, jetzt sind wir außer Reichweite, ne? Verfehlt. So, wer, da kommt noch einer. Nein, okay. So. So, wirklich nichts, gar nichts für die ganze Prozedur hier. Noch mehr Gegner. Jetzt wird oh, ich habe keine Macht.
Das war, glaube ich, ein Fehler. Da ist eine Truhe. Ah, jetzt muss ich schon wieder gegen die kämpfen. Ah. Oh, er hat zur gleichen Zeit angegriffen. Er war schneller natürlich. Ey, guck mal, wie schnell seine der Miniboss oder was? Guck mal, wie schnell den seine Ding sich auffällt. Oh, was? Nicht mit mir. Sonst noch was? Nein, jetzt kommt er auch noch. Ich bin okay. Aha, nee, den schaffe ich nicht. Aber das war's. Wir haben zur selben Zeit angegriffen, Kollege. Willst du noch mehr? Ha. Dieser Sack, ey. Boah, ich muss mich dann hier überall durchkämpfen wieder, wenn ich da hin will. Soll ich da nie im Leben. Oh Gott. Oh, ist das frustrierend. Und nein, ich will nicht gegen die kämpfen, aber schon mal meine Erfahrungspunkte zurück wenigstens. Und ja, fährt durch. Er ist aber irgendwie ein Miniboss oder so, ne? Kann doch nicht sein. Was ist der Typ? Vielleicht schaffe ich das ja diesmal. Wenn ich mich nur auf hier. Okay, danke. Oh, jetzt ist nur er übrig. Cool. Nicht so viel einfacher. Du bist erledigt. Warum hat jetzt so viel einfacher? Ich verstehe halt nicht mal. Raider Veteran. Oh weh, er steht alle auf. Warum war das jetzt auf einmal so einfach? Wir haben hier nichts zu suchen. Systemschaden. Bin so schnell. Tut er mich ja nur angreifen, wenn ich hier die Truhe am Looten bin. Bomber. Klar, warum nicht? So, war es jetzt aber ja, würde ich sagen. Genug Action für heute. BD, du musst manchmal ein bisschen klarer sein, ne? Du findest immer irgendwie was anscheinend, ne? Aber dann für eine Sekunde ist jetzt schon wieder weg. Was wir gefunden? BD. Hast du gerade irgendwas gefunden, oder? Jetzt nicht mehr. Na gut.
eine Wunde. Okay. Oh Gott, die verfolgen mich noch. Ich geh mal hier pennen. Mal zum Glück bin ich unbesiegbar, wenn ich das mache. Nur weil er mich geschossen. Okay. Kann ich noch so ein Level up abholen? Komm, mach noch hier so eine Runde irgendwo. Fühle mich dann sicherer. Fühle mich halt sicherer, wenn ich ein Level up habe am Ende des Parts. Ja, dieser Angriff, ne? Okay. Wo bleibt deine Stärke? Noch nicht. Parieren in diesem Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist so schwierig, ne? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hey, hier war ich noch nicht. Okay, danke. Ah! Octobrot, was? Oh nein, nicht so ein Viecher, kenne ich da noch vom ersten Teil. Ah, danke. Ja, habe ich mir schon gedacht. Nee, da hau ich ab. Falls das kann. Kann ich nicht, ne? Cool. Wow, ich bin so kurz vorm Level up, ne? Du willst mich jetzt hier auf den Arm nehmen. Wow. Ey, ich war kurz vor dem Level up, ne? So Mist kannst du jetzt hier nicht bringen, ey. Boah. Woher soll ich denn wissen, dass hier so ein blödes Ding öffnet, ey? Das ist doch voll unfair gewesen jetzt. Boah. Ja, nun, das ist wieder meine ganze Erfahrungspunkte. Ich krieg da Kotzen gerade. Boah. Kann ich irgendwie so da rein? Muss man doch irgendwie wieder rauskommen. Oder? Boah. Ich muss da echt reingehen und das Viech erledigen, ne? Toll. Wow. Oh mein Gott, ey. Also da musst du dich um das ganze... Da musst du dich da überall durchkämpfen erstmal, ne? Da wäre noch. So, bitte sag mir, das ist irgendwo hier oben. Nein, ist es nicht. Warte mal. So, jetzt seid ihr auch hier alle unten. Wie viel Schaden da? Oh. Er ist auch voll unfair jetzt gerade. Hey. Oh. Warum?
Boah. Da wird es jetzt so aus, als wären meine Erfahrungspunkte schon wieder alle weg. Ne? Das ist jetzt das dritte Mal, dass das in dem Spiel passiert ist. Cool, dankeschön. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier in der nächsten Folge. Machen wir einen, weiß ich nicht. Wir haben immer noch so viele Orte hier, die wir nicht erkundet haben. Ja gut, dann würde ich sagen, dann nächstes Mal gehen wir einfach so ein bisschen an der Story weiter. Freundliche Kreatur anscheinend. Und ja, gucken wir mal. Das Thema weg. Dann gehen wir jetzt zum Mentes zum nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal und gucken, wie es jetzt so weitergeht. Müssen wir einfach stärker werden, der geht einfach nicht anders. Oh mein Gott, wir werden hier einfach gewonnen von den ganzen Viechern, das geht nicht. So, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr einen hat, lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.